Hey, hallo und herzlich willkommen. Ja, heute wollte ich euch den Server zeigen, ein bisschen. Und, also ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass da willkommen auf splashwar.de, so wird die IP bald heißen. Ich habe hier zwar gerade Missions X gemacht, nur ich muss den noch kurz reloaden, das mache ich dann nachher. Okay, also so sieht bisher der Server aus, kann auch ganz schnell Game Mode gehen. Tut mir leid, wenn die Tastatur zu laut ist. Gut, Leute. Also ich wollte euch damit zeigen, dass der Server bald rauskommt, für heute Morgen circa. Ja. Und ich kann vielleicht meine Chancen ein bisschen höher machen. Ja. Kaffee-Entfernung. Ja. Und dann ein bisschen. Ja. Seht ihr halt, hier ist auch ein bisschen mehr. Man sieht sich halt nicht so der Beste. Gerade 30 FPS mit Aufnahme finde ich für meinen PC ehrlich gesagt gut. Okay, also, ja, okay, und dann noch 30 M. Ein bisschen mehr als 20 Frames. Gut, also ihr seht hier wahrscheinlich schon ein paar Spielmodi, wo ich so hingewebt habe. Da hinten kommt Skywars. Ich glaube Speed, TNT Run, kommt dahin, Bed Wars, SG, PvP, da mache ich 1 vs 1 PvP und so. Und ja, insgesamt, na, ihr kennt hier gleich kurz so ein Filmmodi. So. Ja, und insgesamt. Jetzt fliege ich immer so ein bisschen rum. Ja. Nur ganz wenig und wollte euch sagen, es tut mir unendlich leid. Ich wollte eigentlich schon gestern raushauen, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Es sind schon über 50 Bewerbungen und ich habe mir überlegt, ich habe am Anfang gar nicht gedacht, dass so viele ankommen. Habe ich mir überlegt, dass ich doch nicht das mit Skype mache oder schon mit Skype, aber ich die ganzen Bilder, Architekten, die wo halt was mit Bauen zu tun haben, bald auf dem Server hole und das dann mit Plotme was erreichen möchte. Also dass jeder da so circa eine Woche Zeit hat, was zu bauen. Und ja, es wird dann am Schluss rausgesucht, wer so das Beste hat und die Besten. Und insgesamt die, wo mitmachen, ich muss kurz scannen, okay. Und die, wo mitmachen und ich sehe, dass ein bisschen Mühe drin steckt, machen dann auch bei einem Varo auf diesem Server mit. Also insgesamt immer so viele Minuten, also vielleicht 20 Minuten, dann wird man gekickt auf den Hub, so habe ich mir gedacht. Und es wird dann schon recht cool, wenn ich so mit euch ein bisschen Varo spiele. Es wird dann auch immer mit Sessions geben. Aufnahme wäre schon cool, wenn einer im Team das machen könnte. Und ja, die Developer, ihr müsst gar nicht erst fragen, an alle Developer, die jetzt das Video noch gucken, die sich auch schon beworben haben. Ihr müsst mir nicht irgendwie Plugins schicken, 1 plus 1. Ich sag euch, was ihr genau für Plugins machen sollt als Bewerbung. Ich will nicht, dass ihr irgendwie nachher mit Node.js kommt, weil ich weiß, was da abgeht. Okay, Leute. Ja, also das Plotme wird wahrscheinlich dann da hinten an die Wand kommen. Und dann hier noch so Portale. Da unten wahrscheinlich noch, dass jeder das nicht übersehen kann. Und ja. Gut, was habe ich noch so zum Sagen? Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit Videos hochladen, aber es wurde nichts, weil ich einfach keine Lust hatte. Oder Lust schon, habe auch tausende Gameplays aufgenommen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, die hochzuladen. Das wollte ich auch nochmal in dem Video sagen, deshalb habe ich Entschuldigung, so ein kleines Varo vorbereitet. Und ja, ich hoffe, das wird euch gefallen. Und ihr habt ja wahrscheinlich schon das Icon gesehen, deshalb kann ich euch jetzt auch noch kurz zeigen, wie ihr das hier findet. 500 Slots ist schon mal was. Nur noch die IP muss ich noch ändern. Ich sage jetzt nicht, was die aktuelle IP ist. Und ja, insgesamt haben schon viele angefragt mit Spenden. Es ist einfach so geil. Komme ich nochmal kurz auf den Server, dass ihr was gesehen habt. Weil insgesamt Spenden sind immer gut. Ihr müsst nicht, deswegen werdet ihr jetzt auch nicht ins Team gerufen, wenn ihr unbedingt spendet. Ihr müsst halt was drauf haben. Und Spenden ist immer was Geiles, finde ich. Nicht unbedingt für Minecraft-Server, vielleicht auch für was anderes, wie zum Beispiel, sag jetzt nicht, ja doch, könnte ich sagen, Kinder in Afrika oder sonst sowas. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich hier so sozial bin, insgesamt, ja. Gut. Ja, was ich hier noch sagen wollte, wenn ihr jetzt auf die Plotme kommt, also auf die Grundstücke, wo ihr dann was bauen könnt, könnt ihr einfach mit Slash, Plot me claim oder slash claim machen, mache ich euch natürlich noch Schilder. Dann müsst ihr schreiben, also auf die Schilder, also auf eurem Plot me,
Nicht euren Namen, das steht dann schon automatisch drauf, das ist das Plugin. Ihr müsst da einfach hinschreiben, was ihr werben soll, wollt und wie ihr in Ingame heißt, steht das was schon, euer Teamname und alles, dass ich gucken kann, ob ihr in Varo dabei seid, okay? Das ist, was ihr machen sollt. Und dann, falls ihr was spenden wollt, war's. Ein Kuscheltier und so, wisst ihr ja schon, was ich damit meine, oder? Also kein Kuscheltier, keine Sorge. Ja gut, das war's dann mit der einen kleinen Servervorstellung. Insgesamt habe ich hier schon etwas gemacht, aber insgesamt mit einem Plugin aus dem Internet. Also, wie der Developer, ja, wisst ihr, was ihr mir da schon bereichern könnt. Ja, da sind ein paar Maps. Muss ich aber noch ein bisschen verbessern. Gut, Leute, das war's. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Viel Glück noch bei diesem Video. Oder besser gesagt, bei der Bewerbung auf Blotten. Also, ciao.